Und für uns in Berlin beobachtet mein Kollege Erhard Schärfer die Verhandlungen von außen. Ja, Erhard, wie ist denn der aktuelle Stand? Dringt denn tatsächlich rein gar nichts nach draußen? Nein, so gut wie nichts, Sarah Bildau. Das war gestern schon ganz bemerkenswert. Es gab zwar immer mal wieder ein paar Häppcheninformationen zu dem, was auf den Tischen stand und was es zu essen gab zwischendurch mal. Es gab ganz interessante Informationen zur Atmosphäre dieser Gespräche. Da hieß es, sei zäh, ernsthaft, aber auch sachlich und konzentriert. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und es gab gelegentlich ein paar Informationen zur Organisation dieser Runde. Also, dass man sich erstmal alle 60 bis 80 Punkte, so viel sind es ja tatsächlich, in einem 16-Seiten-Papier zusammengefasst, die alle sich mal im Einzelnen angeguckt hat und durchdiskutiert hat und dann auch Präferenzen geäußert hat möglicherweise und teilweise auch festgestellt hat, dass einige neue Ideen vielleicht doch ein bisschen teurer sind, als man sich das am Anfang hat vorstellen können. Aber man hat sich eben dann auch darüber verständigt, alles auf einmal zu beschließen und vor allem die großen, schwierigen Punkte, über die wir in den vergangenen Tagen ja wiederholt gehört haben, die erst am Ende der Gespräche heute dann zu diskutieren und dann zu verabschieden. Und das Ergebnis all dieser Gesamtstrategie ist, dass man sagt, dass es möglicherweise auch heute bis in den Abend dauern kann. Und in der Tat, wir haben es in dem Beitrag ja eben auch gehört, möglicherweise kommt man auch noch nicht zu einem ganz abschließenden Ergebnis. Das werden wir dann sehen. Also die schwierigsten Themen erst heute. Was sind denn das für Themen, also bei denen es den meisten Diskussionsbedarf gibt? Ist das die Autokaufprämie? Sind das die Hilfen für die Kommunen? Was sind das? Ja, diese beiden sind auf jeden Fall dabei. Dann spielt natürlich auch noch mal eine große Rolle die Abschaffung des Soli beziehungsweise das Vorziehen der Teilabschaffung dieses Soli oder aber auch der Komplettabschaffung des Soli. Das ist ein wichtiger Punkt. Kinder- und Familienbonus ist auch intensiv diskutiert worden in den vergangenen Tagen. Auch da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und das Hauptproblem bei den vier Punkten, die wir jetzt gerade genannt haben, ist, dass da die Konfliktlinien nicht ganz eindeutig sind. Also man kann nicht sagen, auf der einen Seite die Union, auf der anderen Seite die SPD und irgendwie wie wird man dann schon zusammenkommen? Nein, es ist komplizierter, wenn wir beispielsweise an die Autoprämien denken. Da geht die Konfliktlinie teilweise ja auch innerhalb durch die SPD, dass die beiden Vorsitzenden, die hier gestern zu Beginn der Verhandlungen noch mal gesagt haben, Prämien für Verbrenner, also Autos mit Verbrennermotoren wie Diesel oder Benziner, die wird es mit ihnen nicht geben. Das sieht aber beispielsweise der niedersächsische Ministerpräsident Weil gänzlich anders. Und das sieht auch ganz anders der CSU-Vorsitzende und Ministerpräsident von Bayern, der hier mit am Tisch sitzt, der sehr dafür ist. Auf der anderen Seite dann wieder haben wir etwa die Unionsfraktion oder auch die SPD-Fraktion im Bundestag, die von Autokaufprämien oder von Prämien insgesamt relativ wenig halten. Und beim Kinderbonus, den wir eben angesprochen haben, ist es auch dann nochmal höchst unterschiedlich. Da gibt es Ablehnung in der Unionsfraktion für dieses Vorhaben. Auf der anderen Seite aber einen Ministerpräsidenten wie Armin Laschet, der sagt, nee, nicht 300 Euro pro Kind, ich hätte gerne 600 Euro pro Kind. Das fände ich eigentlich die bessere Idee. Also die Gemengelage sehr kompliziert, sehr unterschiedlich und das macht die Gespräche dann auch so kompliziert, denn unterm Strich will ja jeder mit einem positiven Ergebnis hier rausgehen. Das ist nachvollziehbar und wir haben ja auch die kommenden Monate da durchaus schon im Blick. Also ziemlich viel auf dem Tisch, es geht um ziemlich viel, die Ansätze sind höchst unterschiedlich und das dauert. Und vielleicht muss man auch mal sagen, dass diese langen und ruhigen Beratungen vielleicht auch durchaus was Gutes haben. Wir erinnern uns an den Klimagipfel im September, als alle nach 36 Stunden ungefähr völlig übermüdet bei einer Pressekonferenz saßen und teilweise auch eingenickt sind dabei. Das muss man nicht unbedingt haben, schon gar nicht in solchen Krisenzeiten wie heute. Wir erinnern uns alle an diese Gesichter. Wie viel Wahlkampf steckt denn jetzt überhaupt in diesen Verhandlungen, wenn die Parteien sich innerhalb der Parteien noch nicht mal einig sind? Naja, Wahlkampf würde ich nicht sagen, aber das ist natürlich, hier, was ich eben schon angedeutet habe, ein klein wenig hat man hier durchaus im Blick, den Wahlkampf, dann die Bundestagswahl im kommenden Jahr. In erster Linie geht es dabei auch darum, sich innerhalb dieser Koalition nochmal zu profilieren. Wir haben ja in den vergangenen Wochen und Monaten beobachtet, dass die Union zwar profitiert, auch innerhalb der während der Corona-Krise durch Handlungs- und Handlung und Aktivitäten, die SPD aber gar nicht, obwohl sie gar nicht dafür weniger machen. Im Gegenteil, teilweise ja auch dem Bundesfinanzminister stellen, der dafür sorgen muss, dass all das, was ja auch die anderen Ressorts gerne hätten und umsetzen möchten, tatsächlich auch finanzierbar ist. Trotzdem profitiert die SPD nicht so recht davon und deswegen werden natürlich auch bei diesen Gesprächen immer im Hinterkopf sein, bei allen Beteiligten, bei allen drei Parteien, die hier am Tisch sitzen, dass sie hier auch Positionen durchsetzen, die zu ihrer Parteilinie, zu ihren Parteiprogrammen passen und mit denen sie dann unter Umständen im nächsten Wahlkampf auch noch mal versuchen können, zumindest Punkte zu machen.
Aber ist denn insgesamt klar, wie all das finanziert werden soll? Nein, das ist eine ganz große und zentrale Frage, dass man da überhaupt auch gar keine Diskussion zu bekommen hat in den vergangenen Tagen. Es gibt halt diese Obergrenze von 100 Milliarden weiterer Verschuldung, die Markus Söder erwähnt hat. Es gibt Ideen aus der Arbeitsgruppe Finanzen der SPD-Fraktion, wie man das finanzieren kann. Vermögensabgabe ist ein Stichwort, höhere Steuertarife in den höheren Steuerklassen oder in den höheren Steuerstufen. Aber so richtig besprochen und diskutiert worden ist das bislang noch nicht, zumindest nicht öffentlich. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Erhard Schärfer nach Berlin.